Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal KSC Karriere Folge Nummer 3. Erstmal danke für den ganzen Support. Danke an jeden, der sich die Karriere hier reinzieht. Danke an jeden Abonnenten, ihr wisst Bescheid. Und wer neu ist, gerne auch ein Abo dalassen. Wir sind auf dem Weg zu den 500 Abos. Unglaublich. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Und dann gehen wir rein in den Kalender und schauen mal, wer jetzt auf uns wartet. Das steht direkt zum Beginn der Folge. Ein dickes Ding an gegen Fortuna Düsseldorf. Die sind Zweiter. Paderborn, auch eine starke Mannschaft. Dann spielen wir gegen den HSV, gegen Ingolstadt und gegen Hannover. Also wir haben hier drei knackige Dinger. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim ersten Spiel gegen die Fortuna. So sieht die Mannschaft aus fürs Spiel gegen Düsseldorf. Obeng vorne im Sturm. Außerdem kommen Rabold und Jakob auf den Außenverteidigerpositionen mit rein. Ansonsten ist es unsere Top 11. Wir gehen rein ins Spiel in die Düsseldorf Arena. Weiß gar nicht, ob die so heißt. Wir gehen rein und sehen uns gleich im Stadion wieder. Let's go. Düsseldorf Arena gibt eine fette Choreo. Nice. Es regnet. Wir wollen jetzt ganz, ganz wichtige drei Punkte einfahren und hoffentlich kann es das auch gelingen. Wir werden alles geben. Der KSC ist bereit. Ich bin bereit. Wir holen jetzt drei Punkte. Kommt, Jungs. Oh ja, wir sind zu Beginn direkt da. Da ist so Bang. Oh Mann, was eine Chance. Was eine Chance. Aber guter Auftakt. Ganz stark. Ja, Vanicek, guter Ball auf Obeng. Komm, Junge, der muss sitzen. Oh, Latte. Mann, Jungs. Bitte nicht schon wieder so eine Chancenverwertung. Ja, Kobalt jetzt mal mit vorne. Ball auf Joy. Und da ist das 1-0. Ganz, ganz stark. Super Abschluss von Joy. Starke Aktion auch von Kobalt. Wir sind mit 1-0 in Führung. Boah, da ist ordentlich Platz. Vanicek ist auf dem Weg. Macht's alleine. Oh, schade. Aber Cueto im Nachfassen. Ganz stark. Oder im Nachschuss. Ja, moin. Ganz, ganz stark. Da ist das 2-0. Kurz vor der Pause. Wir machen ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja, mit dem 2-0 geht es in die Pause. Düsseldorf bisher nach vorne noch gar nicht vorhanden gewesen. Wir sind richtig, richtig gut drauf. Darauf können wir auch auf jeden Fall stolz sein. Ganz, ganz starkes Auftreten bisher. Boah, Düsseldorf kommt. Düsseldorf direkt mit dem ersten Angriff erfolgreich. Ach, Mann. Ja, jetzt ist es direkt wieder enger. Wir müssen so weitermachen. Kommt, Jungs. Wie in Halbzeit 1. Auf geht's. Und so gibt jetzt einen Dreifachwechsel. Aramu kommt rein. Außerdem kommt Becker mit rein und Hoffmann vorne drin. Oder Hofmann. Wir brauchen noch ein Tor oder wir bringen das über die Zeit. Ihr wisst Bescheid. Oh, Düsseldorf kommt. Mann, die sind in Halbzeit 2 deutlich besser da. So schnell ist dann die Zwei-Tore-Führung dahin. Wir müssen noch eins machen. Kommt, Jungs. Ich glaube an euch. Auf geht's. Ja, guter Ball auf Cueto. Kann er was machen? Er holt eine Ecke raus. Komm, lass uns mal bei einer Ecke was zeigen. Auf geht's. Kurzer Pfosten. Flanke ist Quatsch. Wir sind aber da. Komm. Gordon. Oh, schade. War eine schöne Aktion. Oh mein Gott. Subotka. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? So ein random Dreck, Alter. Das fuckt ab, Mann. Jetzt liegen wir auf einmal hinten. Ey, ohne Witz. Guckt euch das an. Auf einmal ist er da. Das auf einmal zieht einfach ab. Ja, ganz genau. In welchem Universum? In welchem Universum, ey? Ja, wir sind nochmal da. Da ist Aramu. Oh, wie dumm. Das war so ein Quatsch. Oh mein Gott, so ein Quatsch. Das. Ey, wir haben 2-0 geführt, Mann. Es ist eine absolute Enttäuschung. Das ist eine absolute Enttäuschung am Ende. Nächste wichtige Partie steht an. Gegen den SC Paderborn. Wir sind aktuell punktgleich mit denen. Wir gehen mit folgender Aufstellung rein. Ihr seht es hier im Hintergrund. Oshognesi in der Innenverteidigung. Außerdem Becker kommt mit rein. Aramu von Beginn an auf der 10. Ansonsten die gewohnte 11. Wir gehen rein in die Simulation, gucken uns das Ganze an und ihr werdet sehen, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Wichtige Punkte. Wir sind punktgleich mit Paderborn und Paderborn auch jemand, der nominell aufsteigen könnte. Wir brauchen 3 Punkte. Ich hoffe, die Jungs können hier was reißen. Auf geht's, Männer. Ja, sieht gut aus. Spiel ihn rüber. Ganz stark. Hansen mit dem 1-0. Wir sind in Führung. Ganz, ganz wichtig, Jungs. Ja, Paderborn ist da, aber Gersberg eben auch. Wir haben da einen richtig, richtig guten Keeper im Tor. Oh, ja, nochmal Gersberg. Ich habe es gerade gesagt. Gersbeck ist richtig, richtig stark. Zumindest hier im Karriere, also in Real Life ist er, glaube ich, auch nicht so schlecht. Sieht sehr gut aus. Oh, was ein starker Ball von Hofmann.
Oh, gibt eine Ecke. Boah, war das eine Chance. Oh, Gersbeck ist wieder da, Junge. Ja, sieht gut aus. Oh, was? Der hat doch gerade nicht ernsthaft abgepfiffen, Mann. Er muss nur noch abziehen, hä? Oh, was ein Schmutz. 1-0 zur Pause. Gersbeck hat ganz großen Anteil, dass wir hier in Führung noch sind. Wir machen mal so weiter, gehen in Halbzeit 2 und nehmen hier die 3 Punkte mit. 1-0, immer ganz, ganz kritische Nummer. So, wir wechseln jetzt dreifach. Jensen darf jetzt mal ran. Für Vanicek kommt der rein. Außerdem kommt Obeng in den Sturm. Und Choi auf dem rechten Flügel. Dafür geht Cueto raus. Ja, boah. Ding ist noch nicht durch. Ja, Gersbeck ist aber da, Junge. Ganz stark, Junge. Nein, oh, jetzt ist es doch passiert. Platte mit dem 1-1. Oh, da konnte Gersbeck auch, glaube ich, nicht so viel machen. Kommt, Jungs. Geht nochmal nach vorne. Macht nochmal was. Oh, das gibt's nicht. Ademi mit dem 2-1. Gersbeck hatte davor einen katastrophalen Abwurf. Och. Nein, 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 nein. Ja, Aramu. Junge, ganz stark, Junge. Ganz, ganz wichtiges Tor. Da ist der Ausgleich. Boah, der war enorm wichtig. Sehr, sehr stark. Ja, und bei dem 2-2 ist es auch geblieben. Am Ende ist es tatsächlich auch eher glücklich für uns. Raumtor von Aramu. Ganz, ganz stark. Ein Punkt ist besser als kein Punkt. Wir machen weiter. Kommt, Jungs. So, wir haben hier wieder einen interessanten Mann. 625.000 ist er wert. Würde ich sagen, kann man durchaus mitnehmen. Jan Peter Smith. Spiel gegen den HSV. Da gibt es natürlich noch eine Rechnung offen, die wir jetzt endlich mal begleichen wollen. Wir wollen hier jetzt einen Sieg einfahren gegen den HSV. Nächstes ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir spielen zu Hause im Wildpark. Die Rache für, wann war das? 2012? Ja, 2012 kann sein. Relegation. Auf jeden Fall wollen wir jetzt 3 Punkte holen und das werden wir jetzt auch tun. Kommt, Jungs, rein ins Spiel. So, angekommen im Wildpark. Top Fußballwetter. Besser könnte es eigentlich gar nicht sein. Wir wollen jetzt gegen den HSV abliefern. Wir wollen 3 Punkte holen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen können. Wir gehen rein ins Spiel, holen uns die 3 Punkte. Gibt jetzt mal eine Ecke für den HSV. Es ist bisher wenig, wenig los. Es gibt noch keine richtigen Chancen. Deswegen nehme ich hier mal die Ecke mit und die wird direkt gefährlich. Hilfe. Oh, Hofmann. Ja, wichtig. Ding ist geklärt. Aber bisher auf beiden Seiten noch keine großen Chancen. Ja, Choi jetzt mal auf dem Weg. Macht er gut. Choi. Ah, schade. Gibt eine Ecke. Oh Mann, das war die erste nennenswerte Chance in dem Spiel. Also es ist ganz, ganz wenig los. Schade, wir konnten sie nicht nutzen. Haben jetzt aber die Ecke. Die bringen wir mal direkt vors Tor. Oder auch nicht. Ball ist noch da. Da ist Cueto. Bringt die Flanke, hinten ist Choi, ah, der ist natürlich nicht so groß. Nicht unbedingt der Kopfballspieler, Vanicek hat den Ball und der Ref pfeift ab. Ja, wir gehen mit dem 0-0 in die Pause, also bisher kein gutes Zweitligaspiel, so viel steht mal fest. Oh, Hamburg kommt, Gersbeck, oh Gott, ah. Ah, na ja, Gersbeck, Junge, was eine Parade, oh mein Gott. Da haben wir ordentlich Glück, dass wir so einen guten Keeper haben. Ganz, ganz stark. Ja, Vanicek macht jetzt mal Meter. Da ist Hofmann und da ist es 1-0. So einfach kann es dann gehen. Hofmann mit dem 1-0. Ganz, ganz stark, Junge. Nach dem Führungstreffer wechseln wir jetzt auch dreifach. Aramu kommt rein für Joy. Breithaupt kommt rein für Vanicek. Und im Sturm kommt Obeng für Hofmann. Es ist ganz klar, wir wollen dieses Ding jetzt nach Hause bringen oder zu Hause lassen. Wir wissen aber, wie schnell es geht. Aus dem Düsseldorf-Spiel haben wir hoffentlich unsere Lehren gezogen. Ja, Gersbeck. Wieder mal Gersbeck. Immer wieder Gersbeck, der uns hier die 3 Punkte momentan festhält. Kommt, Jungs. 19 Minuten 20 noch ungefähr auf der Uhr. Ecke ist Quatsch. Alles gut, alles gut. Ah, Tide schickt jetzt mal Hansen auf den Weg. Das war ein richtig, richtig guter Ball. Hansen, Junge, kannst was draus machen. Rückraum. Da ist Cueto. Cueto. Nochmal Cueto. Ah, keine guten Abschlüsse. Ja, Beng jetzt mal mit dem Ball auf Aramu.
Der bringt ihn hoch nochmal rein. Kommt er nochmal zum Abschluss? Oh mein Gott, Aramu jetzt aber. Es ist der eigene Mann. Es ist der eigene Mann. Was ist denn hier los? Ach, Mann. Ja, nochmal der Ball auf Hansen. Bringt die Flanke. Ach, die Flanken sind bisher gar nichts. So, nochmal Cueto. Es ist schon die 90. Da ist Aramu. Ja, Quatsch. Quatsch. Aber der Ref dürfte jetzt auch abpfeifen und so ist es auch. Und wir gewinnen hier eine ganz, ganz wichtige Nummer mit 1:0. Ganz, ganz knappe Kiste. Aber die 3 Punkte sind bei uns und das ist ganz, ganz wichtig, Jungs. So, einer von euch aus den Kommentaren hat mir Ricky Jade Jones vorgeschlagen. Der ist 19 Jahre alt, 92 Antritt und 91 Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit 82. 18 Jahre alt, hat ein 62er Gesamtrating, also den werde ich auf jeden Fall versuchen, für die Winterpause zu verpflichten. Scheint ein richtig, richtig guter Mann zu sein. Danke an der Stelle nochmal für den Tipp. Auch wenn ihr andere Vorschläge habt, immer gerne mit rein. Auch was dann vielleicht den hoffentlichen Aufstieg betrifft. Ich bin da sehr dankbar für eure Anmerkungen. Lasst mich das gerne wissen. Gegen den Aufsteiger aus Ingolstadt müssen natürlich 3 Punkte her. Es gibt 2, 3 kleine Änderungen. Manizek bekommt eine Pause. Becker rückt dafür rein. Außerdem Obeng im Sturm. Wir wollen 3 Punkte einfahren. Schnelle Simulation gegen Ingolstadt und wir gewinnen mit 3:1 ganz stark. Heise, Hansen und Hoffmann treffen. Hoffmann nach 3 Minuten nach Einwechslung. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz wichtig. Diese Dinger müssen immer gewonnen werden. Nächstes Spiel, damit auch das letzte für die Folge, steht an gegen Hannover 96. Wir gehen auch hier in eine schnelle Simulation. Wieder ein paar kleine Änderungen. Rabold darf auf der rechten Verteidigerposition ran. Ojognesi in der Innenverteidigung für Gordon, dem sein Rating sinkt und sinkt immer mehr. Außerdem kommt Breithaupt mit rein. Genauso wie Aramu auf der 10. Wir gehen rein in eine schnelle Simulation. Gucken, was gegen Hannover 96 rausspringt. Und wir verlieren mit 1:0. Ach, nö. Teuchert in der 45. trifft. Ja, schade. Schauen wir zum Abschluss auf die Tabelle. Wir stehen auf Platz 6 mit 22 Punkten. Punktgleich mit dem Hamburger SV, haben aber schon 7 Punkte Rückstand auf Platz 1, 6 Punkte Rückstand auf Platz 2 und 5 Punkte auf Platz 3. Das sind natürlich die Plätze, die wir angreifen. Aber wir sind am 16. Spieltag und haben schon 22 Punkte geholt. Das ist doch alles im Soll, alles in Ordnung. Lasst eure Meinung dazu auch gerne in den Kommentaren da, was ihr denkt, wie es da aussieht. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.